Ich Idiot, hab's natürlich wieder mal verplant. Ilona hat heute Geburtstag, hat mir Facebook gesagt. Und ich habe natürlich kein Geschenk. Naja, musste ich mir auf die Schnelle was einfallen lassen. Ganz besonderes Gemälde. Still, Herr Ebert, sonst wird es doch nie was. Noch ein bisschen Titanium weit und dann haben wir's auch bald. Ja, mich erkennen wir da irgendwie nicht so, ne? Und die Römer decken irgendwie auch nicht. Ich habe Ihnen gleich gesagt, hätten Sie ihr ein Ticket vom Roland Kaiser gekauft, dann mochten Sie doch so gern. Da hätte sie sich bestimmt drüber gefreut. Ja, da müsste ich ja mit. Und ich würde sterben auf so einem Schlagerkonzert. Moment mal. Ihr Bild sieht doch fast aus wie das hier. Kandinsky, das ist mein großes Vorbild. So mal ich meine Bilder. In echten kann man sich gar nicht leisten. Mhm. Und was kostet dann so ein Kuklinski? Kandinsky. Naja, 300.000 Bieben müssen Sie da schon hinblättern. Dachte schon, du hast meinen Geburtstag wieder vergessen. Ach Quatsch, ja, das ist für dich. Heiko, ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Und das hat vor allem einen Grund. Und der bist du. Herr Ebert, wir haben tatsächlich einen Interessenten vor unser Bild. Der will sich das halt noch angucken. Der wird auch die 300.000 zahlen. Was, Heike? Ilona, ich bin gleich wieder da. Und das Bild ist wirklich echt? Ein echter Kandinsky. Und hier ist das Expertengutachten. Kunsthistoriker Ebert. Kenn ich gar nicht. Wie gesagt, das Gemälde habe ich auf dem Dachboden gefunden. Mein Großvater war verrückt nach Kunst. Der war damals bei der SS. Und das ist eine echte Nazi-Raubkunst. Da scheint zu schlucken, die Nazi-Story ist wasserdicht. Na schauen wir mal, aber dass ich meinen Großvater mit reinziehen muss. Das Bild ist so frisch, das riecht sogar noch nach Farbe. Was bieten Sie mir, damit ich Sie als Kunstfälscher nicht anzeige? Ich biete Ihnen die Chance, den Raum lebendig hier zu verlassen. Ilona. Was treibt ihr hier denn? Wir zwei gerne erst einmal an die frische Luft. Ilona, und das ist dein Ist das hässlich. Übrigens, du schuldest mir noch ein Geburtstagsgeschenk. Santa Maria. Insel, die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. In dem Fieber, das wie Feuer brennt. Heiko, das war das allertollste Geschenk, was mir je einer gemacht hat. Das Roland-Kaiser-Konzert, das war mega geil. Ja, ich muss zugeben, ich fand's auch ganz in Ordnung. Aber mit den Rheumadecken, musste denn das wieder sein? Naja, die Konzertbesucher waren ja genau die Zielgruppe für die Decken. Und ein bisschen Kohle muss man ja machen, wenn schon die Gaststätte nicht geöffnet hat. Wird's auch irgendwann eine Zeit geben, wo du nicht mehr ans Geschäft denkst? Alter Spinner. Santa Maria. Naja, weg noch einmal. Die Chance, den Raum leben zu verlassen, das ist der Scheiß. Der Grund. Dafür als Kunst. Welcher?